Eine Sozialministerin arbeitet sich ein. Seit gut 4 Monaten ist Christine Klaus im Amt. Jetzt ist sie in Sachsen unterwegs, um sich die Gesundheitseinrichtungen vor Ort anzusehen. Mir ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt in die Kliniken hineingehe, dass ich mir das anhöre, welche Vorteile eine Klinik hat, welche Probleme eine Klinik hat. Ich möchte vor allen Dingen sehen, dass die Patienten sich wohlfühlen, dass sie medizinisch-technisch allen Möglichkeiten auch dort gerecht werden können und verschiedene Krankheitsbilder mir dann auch anschaue. Doch auch für das Klinikum Pirna ist es wichtig, sich zu präsentieren. Alle 2 Jahre entscheidet das Ministerium über die Bettenpläne. Da ist es gut, wenn Christine Klaus nicht nur die Zahlen auf dem Papier, sondern ein konkretes Bild des Krankenhauses im Hinterkopf hat. Denn es geht um ernste Themen. Ärztemangel, die Versorgung von immer älter werdenden Patienten, wie kleinere Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten und dennoch auf fachlich hohem Niveau. Letzteres soll zum Beispiel durch die enge Zusammenarbeit mit den Weißeritztal-Kliniken in Freital gesichert werden. Wir nutzen ganz einfach das Spektrum beider Häuser, um den jeweils anderen Standort auch zu unterstützen. Also das geht dahin, dass nicht der Patient zwischen den Häusern wählen muss, sondern dass unsere Ärzte an beiden Häusern Dienst tun, Sprechstunden anbieten etc. Auf dieser Basis hat auch die Kinderstation in Pirna wieder eine Perspektive. Der zuständige Chefarzt pendelt zwischen Pirna und Freital. Ein Modell, das hoffentlich über 2010 hinaus Bestand haben wird. Es hat eine Lösung gegeben. Die Lösung finde ich sehr gut. Das sind Synergien. Und ich bin überzeugt, dass es auch weiter in der Zukunft für alle Kinder eine gute betriebliche Versorgung gibt. Hier und die Eltern brauchen sich darüber keine Sorgen zu machen. Die Region braucht ein leistungsfähiges Krankenhaus. Das zeigen die Patientenzahlen der letzten 2 Jahre, seit das Klinikum auf dem Sonnenstein eröffnet wurde. Das Ergebnis? Jetzt muss angebaut werden. Eine neue Station soll dringend benötigten Platz schaffen. Mit Bezug des Neubaus im Jahr 2007 haben wir einen Patientenansturm erlebt, auf den wir so nicht vorbereitet waren, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Wir haben jetzt die Situation, dass Patienten lange auf ein Bett warten müssen, dass wir sie auch zwischen den Fachabteilungen verschieben müssen. Und wir schaffen damit eine weitere Station. Das vorhandene Gebäude wird aufgestockt. Wir gehen davon aus, dass wir damit die Patienten halt wirklich schneller auch unterbringen können, dass jeder Patient, der das Krankenhaus besucht, auch adäquat sein Bett hier bei uns findet. Die Gerüste stehen schon, in den nächsten Wochen geht es mit den Bauarbeiten los. Im Juli soll die neue Station fertig sein, 38 Betten mehr wird es dann geben. Eine Entwicklung, die sicher auch Christine Klaus mit in ihr Ministerium nehmen wird.